Ein Gefühl der Mangelhaftigkeit kann aus einer Scham in Bezug auf die Herkunft resultieren, oder die Herkunft, das Elternhaus selbst hat dieses Gefühl von Mangelhaftigkeit oder Fehlerhaftigkeit verursacht. Dieses Gefühl von Mangelhaftigkeit kann dann leicht zu einem ängstlichen Anpassungsverhalten führen. Daraus resultiert dann leicht eine Mitläufermentalität, die in ihrer Bedingungslosigkeit und Indifferenz zur sogenannten Normopathie werden kann. Manche fühlen sich auch einfach schwach oder mangelhaft, weil sie eine krumme Wirbelsäule haben. Und das ist auch eine gar nicht so unwesentliche Geschichte mit den vielen krummen Wirbelsäulen. Hier müssen tatsächlich auch nicht wenige ein gewisses Kreuz tragen im Leben. Aber eins ist eigentlich völlig klar: Die Welt bzw. Gott hat dich so erschaffen, wie du bist, und du bist bereits genau jetzt schon vollständig und absolut ausreichend, genauso wie du bist. Das heißt natürlich nicht, dass du nie wieder zum Friseur gehen solltest etc., aber du bist sogar perfekt und vollständig, so wie du bist. Die Art, wie du bist, ist eben sozusagen die Rolle, die dir das Drehbuch gegeben hat. Du sollst sozusagen genau diese Figur sein und nicht eine andere, bloß scheinbar bessere Rolle haben wollen. Wer denkt, dass die Rolle eines anderen besser wäre als die eigene, leidet auch nur an unsinnigem Neid und hat die Dinge noch nicht richtig durchschaut, denn es gibt in Wirklichkeit überhaupt gar keine beneidenswerten Rollen. Es scheint nur immer höchstens so. Das ist dann eben nur der sogenannte schöne Schein. In einer eitlen Welt wird das Leid oft gut verborgen. Du musst auch dein Glück nicht irgendwo suchen, nicht in Dingen, auch nicht in der Liebe und vor allem nicht in der Esoterik, in der Irrationalität, die nur Selbsttäuschungen produziert. Es gibt Dinge, die können toll sein für eine Weile und die Liebe kann sehr schön sein, sie kann aber auch schnell bitter werden. Ich sage es jetzt mal so, das Leben hat uns so hervorgebracht, wie wir sind. Und das ist in jedem Fall ganz richtig so und hat auch seinen Sinn. Denn alles hat seine Gründe. Vom Schicksal ist dir dein Los zugeteilt worden und das wahre, wirklich beständige Glück liegt tatsächlich nur in den guten und sinnvollen Taten. Durch sie kann man mit sich im Reinen sein und alles andere Glück ist nur ein flüchtiges Gefühl. Unbeständig wie die Wolken, ein kleiner Glücksflash, wenn man so will, ein flüchtiger, euphorischer Kick, den man immer wieder kurz haben kann und der einem dann aber auch ganz schnell wieder fehlt. Was immer bleibt, sind die guten und sinnvollen Taten und die schlechten Taten, die man getan hat. Sie bleiben alle in deiner Erinnerung, die dir jeden Tag folgt und die dich bis zum Ende verfolgen oder begleiten wird. So, so wird man hier morgens vom Reichstag geweckt, obwohl es heißt, Genehmigung erteilt, und trotzdem wird man hier versucht zu zermürben.